Hallo Hendrian, der Geist, den du riefst. Ich hörte, du bist auf der Suche nach alten Rezepten. Maronen und Markklöße sollen es sein. Da freut sich doch glatt die kleine Henriette Davides in mir. Und natürlich haben wir da etwas für dich in petto. In dem guten Werk auf Seite 59 befindet sich der Punkt 296. Maronen oder auch echte Kastanien. Die Maronen zeichnen sich durch ihre Süße, ihren stärkeren Mehlgehalt und ihren Wohlgeschmack von den unechten aus. Das an der Seite befindliche sogenannte Schloss schneide man mit einem Messer auf, entferne die obere Schale, blanchiere die Früchte durch Übergießen von kochendem Wasser, ziehe die zweite Haut ab, lege die Kastanien in eine Kasserolle, gebe frische Butter, Salz, etwas Zucker und kräftige Bouillon hinzu und lasse sie auf gelindem Feuer weichdämpfen. Dann mache man die Brühe mit etwas in Butter gebräuntem Mehl recht gebunden und richte sie heiß an. Man garniere die Schüssel mit saftig gebratenen Koteletts. Na, das ist doch mal eine Darreichungsform. Ich glaube, da wird sich die Dame des Hauses freuen, wenn du die Abkürzung nimmst und die vakuumierten Kastanien, steigst du natürlich an den Punkt ein, dass du diese in eine Kasserolle gibst. So, das waren die Kastanien. Nach den Maronen kommen wir zu den Markklößen. Die befinden sich etwas weiter hinter im Buch. Markklöße, Seite 179, Punkt 1059. Ein Stück Mark von der Größe eines Hühnereis werde dünn geschabt, langsam geschmolzen und abgegossen. Etwas abgekühlt gebe man hinzu zwei geriebene Semmelchen für etwa 5 Pfennig, die alten, ein ganzes Ei, Muskatnuss, Maggiwürze und das nötige Salz. Rühre die Masse, bis sie sich gehörig vermengt hat und mische dann etwas kaltes Wasser durch. So viel, dass die Klöße in der Suppe nicht zerbrechen, doch ganz milde und locker werden. Bei der Bereitung dieser ausgezeichneten Suppenklößchen ist zu raten, zur Probe eins derselben in die kochende Suppe zu legen und dann nötigenfalls mit etwas Zutat von geriebenem Weißbrot oder kaltem Wasser nachzubessern. Ohne die Masse vom Herd zu nehmen, forme man mit einem Teelöffel Klößchen, lege diese in die kochende Suppe, lasse sie mäßig kochen, bis sie ein wenig inwendig nicht mehr klebrig erscheinen und stelle dann den Topf vom Feuer. Diese Portion ist für 3 bis 4 Personen passend. 1060. Auf andere Art. Ein kleiner Stich Butter und ebenso viel Mark werden lange ganz fein gerieben. Hinzugegeben ein ganzes Ei und 2 Eidotter, 2 geriebene Zwiebelchen, Salz und ein ganz fein geriebenes, hinzugegebenes ganzes Ei, etwas Muskatblüte oder Zitrone
Und dann vermenge man die Masse. Daraus Längskügelchen formen und einige Minuten in der Suppe kochen.